Jo und ein herzlich willkommen zurück, meine Crows, zu Mortal Kombat 10. Ich bin's natürlich wieder, wie immer, am Start. Ist ja wohl logisch. Wir sind bei der Zwischensequenz hier mit Scorpion. Letzte Folge leider zum Ende gekommen. Und wir fangen jetzt einfach, oder steigen direkt gleich mit ein wieder. Kann meine Wut stillen. Hanzo, nein! Du hast dir das Vertrauen der Shirai Ryu verdient. Wirf es nicht weg durch den Mord an einem greisen Zauberer. Dieser greise Zauberer ist der Schöpfer meines Leids. Oha, die waren immer Meister eigentlich Erzfeinde. Ich bin froh, dass ihr kamt. Dann sprich. Ich will hier nicht verweilen. Ihr baut die Shirai Ryu neu auf, so wie ich die Lin Kuei umstrukturiere. Wir lassen die dunkle Vergangenheit unserer Clans hinter uns. Verschreiben Sie dem Schutz des Erdenreichs. Das gemeinsame Ziel gibt uns die Möglichkeit, alte Feindschaften zu beenden. Von vorne zu beginnen. Du gestehst, was du so lange abstritzt? Dass an den Händen deines Clans das Blut der Shirai Ryu klebt? Das Blut meiner Familie? Unsere Ehre ist wahrlich beschmutzt. Bitte, setzt euch. Na, setz dir erstmal hin und quatsch mal eine Runde und dann geht alles. Nachdem wir von der Kontrolle Quan Chis befreit wurden, suchte ich meinen Clan auf. Ich hoffte, die Rebellion hätte die Pläne des Großmeisters vereitelt. Aber Sektor hatte die Vision seines Vaters verwirklicht. Die Lin Kuei waren vollständig cyberisiert. Ich schwor Sektor und seine Gefolgsleute zu töten, die Lin Kuei zu reformieren, unsere Ehre wiederherzustellen. Ich interessiere mich nicht für Lin Kuei-Probleme, Sub-Zero. Nachdem ich Sektor endlich tötete, fand ich heraus, dass die Lin Kuei ihre Ehre nicht erst mit der Cyber-Initiative verloren hatten, sondern schon lange zuvor. Es wird kein Frieden geben, Scorpion! Frost! Die Lin Kuei sind immer noch ehrlos. Ach du Scheiße. War doch nur eine Falle, kann ich mir ja nicht vorstellen. Meister Hasashi, wartet. Worauf? Noch mehr Verrat? Ich hol mir deinen Kopf! Oh, das ist wieder nur ein Missverständnis. Was? Alter, der Sub-Zero geht ja richtig ab. Was? Alter, der ist richtig krass. Mann! Scheiße, Alter. Gegen den ist... Gegen Sub-Zero ist nicht so einfach. Der ist richtig krass, der Typ. Ich hab ihn ja selber gespielt. Daher weiß ich das ja ein bisschen. Boah, dass der mich immer wieder einfriert. Mann! Ja, danke. Oh, oh, oh. Ja, das wird nichts, Leute, also.
Wenn ich da nicht bessere Kombos finge. Ja, also die erste Runde war für den Arsch. Also wenn ich hier keine besseren Kombos finde, dann sieht das sehr zappenduster für uns aus. Das Problem ist, dass er auch, ja, er duckt sich einfach. Mann! Ich kann nichts machen gegen den. Alter. Ich kann nichts machen. Der ist wie eine Klette. Ich hab zwar einen X-Ray geschafft, aber... Alter, der ist richtig krass, was der also macht. Ja. Wir wollten einen Speer schmeißen, aber seht ihr ja. Mann, ist das ein Jude, ja? Boah, Alter. Nein, ich wollte doch wegteleportieren. Mann! Oh, Alter. Da fallen, Alter. Was ist denn mit denen los, Junge? Der regt mich ja richtig auf, der Typ. So, jetzt halt doch mal die Backen, Alter. Mann, Junge, ey. Oh, kriegst du einen X-Ray hinterher. So eine Arschgeige, ja, ist der Hammer. So, erste Runde für uns, Junge. Die zweite Runde wird genauso. Ich hab nämlich die Schnauze voll langsam. Oh, jetzt nochmal, du Penner. Oh. Nein, ich wollte gerade einen Takedown machen. Oh, jetzt kriegst du erstmal hier ein paar. Du provozierst meinen Zorn. Nein! Scheiße, ich wollte gerade weg. Mann, du mach doch mal den Takedown, Alter. Mann. Oh, Alter, will man... Oh, leck mich doch. Leck mich, Alter. Der regt mich richtig auf, der Typ. Nein, ich bin noch reingekommen. Scheiße. Nein! Oh Mann, Alter. Ein Schlag. Ein Schlag, ohne Witz, ein Schlag. Und da wäre die Geschichte gewesen. Mann, ey. Erblicke meine Macht. Mann. Boah, leck mich, Alter.
Alter, wir haben es geschafft. Geil. Oh, ich dachte, wir schaffen das überhaupt nicht mehr. Unsere Geschichte endet. Puh, der war richtig krass. Also, Sub-Zero ist echt der Hammer. Was soll das? Ich rief euch nicht, um euch zu verraten. Frost ist stark, ihre Urteilskraft nicht. Sie versteht die Weisheit des Friedens nicht. Ich kümmere mich um sie. No, ich wollte schon meinen, der hätte niemals eine Falle gelockt. Das glaube ich nicht. Du sprachst von der verlorenen Ehre der Lin Kuei. Über Jahre dachte ich, ihr würdet meinen Clan fälschlich des Mordes an eurer Familie und an eurem Clan beschuldigen. Aber Sektors Cyber-Erinnerungen deckten die Wahrheit auf. Ach, Sektor war der innere Roboter-Typ, genau. Die Lin Kuei müssen sich an die Abmachungen halten, Sektor. Der Großmeister gab Shinnok sein Wort. Shinnok spricht nichts als Lügen, so wie ihr. Meine Bezahlung wird fällig. Ich habe die Shirai Ryu ausgerottet, wie abgemacht. Hanzo Hasashi lebt. Er ist euer Geist, Scorpion. Ich habe Scorpion aus der Seele Hasashis erschaffen, nachdem er starb. Die Vereinbarung wurde eingehalten. Nur der Worte, nicht ihrer Bedeutung nach. Ihr kriegt nichts. Harumi. Satoshi. Hätte ich gewusst, welche Rolle mein Clan bei der Ausrottung der Shirai Ryu spielte, wäre unsere Geschichte anders verlaufen. Ich tötete deinen Bruder, weil ich dachte, er... Quan Chi ist verantwortlich für Bihans Tod. Sektor lag falsch. Es gibt noch eine offene Rechnung und Quan Chi wird sie begleichen. Macht ihn los. Scorpion. Wir können... Mein Name ist Hanzo Hasashi. Ach, Scorpion ist du bloß der Geist, Frau getötet, den er erschaffen hat. Sohn. In Wirklichkeit ist es, heißt er ja nicht Scorpion. Du bist in meinen Kopf eingedrungen. Hast meine Rachegelüste gelenkt und mir so die einzige Chance genommen, sie zurückzuholen. Deine Familie, ich... Schweig, Zauberer. Nichts kann dir noch helfen. Oh, das wird wohl der Endfight sein. Mann! Was? Alter, hält der richtig ab. Aber wir hatten doch schon mal das Vergnügen mit dem und da war der nicht so schwer. Okay, er hat jetzt eine andere Fähigkeit, nämlich Beschwörer. Da muss man ja auch immer beachten, dass die Charaktere mehrere Rollen verkörpern. Also zum Beispiel wie Scorpion hier. Ninjutsu und dann hat er noch andere Sachen. Ja. Oh, oh. So, du kriegst ja erstmal hier ein paar Kombos. Oh. Die Runde wird... wahrscheinlich nicht an uns sehen. Ja. Leider nicht, aber vielleicht die zweite Runde. Ich hoffe es. Oh, oh. Mann! Du Affe! Mann! Alter, gibt's doch gar nicht. Er blockt alle unsere Angriffe.
Alter Scheiße, das wird richtig knapp, Leute. Aber ich habe nicht große Hoffnung, dass wir das wirklich noch überleben hier. Das sieht nämlich richtig schlecht aus. Ja, und das war's. Da hat er uns einfach reingeschmissen in den Graben. Aber leider müssen wir die Folge leider hier beenden bei dem großen Kampf mit Qui-Chon, Chun, oder wie der heißt, keine Ahnung, Qui-Chin und Scorpion, eigentlich nicht Scorpion, irgendwie Hatashi-Mashi. Seid auf alle Fälle in der nächsten Folge dabei, wenn es wieder heißt Mortal Kombat 10. Auf alle Fälle hinterlasst noch ein Like und ein Abonnent, ne? Also teilt das Video und abonniert meinen Kanal auf alle Fälle, dass ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich bin erstmal raus und ciao!